So, mein Lieben, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Einen wunderschönen Mittwoch. Heute ist Mittwoch, ne? Heute einen wunderschönen Mittwochabend wünsche ich euch. Ja, das Reifen-Rumgeschubse geht weiter auf jeden Fall. Ich bin weiter fleißig. Ich bin jetzt, weiß nicht, eigentlich fast jeden Tag im Fitnessstudio gewesen. Die letzten paar Wochen, außer wenn ich mal irgendwie auswärts Comedy gespielt habe, mache auch schon gute Fortschritte und ich weiß auch, no home, pro homo, ihr wollt was sehen. Und Anfang Juli bin ich im Urlaub. Und ja, bis dahin muss ich mir erstmal nur den Oberkörper rasieren und noch ein paar Sessions hinlegen. Und dann muss ich mal ein bisschen was präsentieren, ne? Wird auf jeden Fall schwierig. Ich glaube noch nicht, dass ich es diesen Sommer schaffen werde, die legendäre Leon Lovelock Nachfrage am Strand nachzustellen. Aber spätestens nächstes Jahr, glaube ich, auf jeden Fall. Ach genau, hier. Ich halte es einfach mal in die Kamera. Proteine. Die haben mir allerdings Kokos geschickt und geht nicht. Ich bin nur bei Snickers und Butterkeks dabei. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Kommen wir zum eigentlichen. Taipan Spaß. Heute war einfach K1 war am Start. K1 war endlich am Start, Alter. Er sieht aus wie ein Filmstar. Zigarette im Mund. Noten steigen zugekokst in den Range ein. K sein Flow, Late Night Show. Ich rap so, als wäre The Game mein Sohn. Prince K1 war einfach am Start. Ich glaube, das erste Mal, dass ich den überhaupt live gesehen habe. Ich habe den noch. Der ist, ich glaube, einer der wenigen, die ich noch nie gesehen habe. Live. Und ja, kam da rein. Ne? Wie Bushido damals gesagt hat, aufgedunsen. vom Hinterkopf her hätte es auch Flair sein können. Aber auch wieder nicht, weil ich weiß nicht, ob die in München keine Barber haben, aber okay, Junge, wenn du das siehst, ne? Komm mal nach Düsseldorf oder Berlin, das machen die, das regeln die da für dich. Weil das ist wirklich ein unterirdischer Übergang, ne? Ich weiß, ich war selber lange nicht, aber bin natürlich auch verwöhnt von Ali the Barber und dem Fresh Prince aus Düsseldorf, aber das war wirklich nicht eines Prinzen würdig, sag ich mal so. Karohemd angehabt, fette Uhr, Chino-Hose, und feine hellbraune Lederschuhe. Kam da der Easygoing reinmarschiert. Alle haben sich gefreut. Heute war full, also war voll voll. Es sind sehr viele Leute nicht reingekommen in die Vorstellung, hätte ich fast schon gesagt, ins Gericht. Weil ja, sich rumgesprochen hat, dass K1 am Start war. Kamera war noch davor. Und es waren sehr viele Familienangehörige von den Abu Chakas dabei. Also die komplette erste Reihe war wirklich voll mit so. Ne, braun gebrannt, breit, gepflegt. Ein Parfüm teurer als das andere, als die an einem vorbeigelaufen sind. So, die saßen in der ersten Reihe, das war für K1. Und K1 kam rein mit Maske, ne? Und hat aber, der hat guten Stare-Down gemacht. Also der hat auf jeden Fall die erste Reihe, oder möchte ich sagen, das ganze Publikum gut fixiert. Er hat da richtig schön Hemd akkurat aufgeknöpft, auch hat er schön die erste Reihe fixiert. Da saßen sie alle. Ja, hat er sich da hingepflanzt. Obligatorische Frage vom Richter natürlich, erkennen Sie die Angeklagten, sprich die Abu Chakas, ne? Und K1 meinte, er war einfach so. Und dann, nach 5 Sekunden meinte der Richter einfach so, das sind übrigens die ohne Robe. Erster Punch von, wie heißt der nochmal, Martin Mrosk, auf jeden Fall geil, K musste auch ein bisschen lachen. Hat er natürlich gefragt, wie der Kontakt zu Bushido zustande kam. Wo man erstmal merkt, was für ein Fan man ist, weil man denkt sofort, es ist langsam Zeit, mich mit der Scheiße hier zu äußern. Die Lügen, die du über mich verbreitest, ne, damals noch am Bodensee. Man denkt so, man hat einfach die ganzen Textfetzen, auch wenn es jetzt von mir ultra schlecht nachgemacht war, man hat die ganzen Textfetzen von den ganzen Songs drin. Ja, wir haben Bushido und Kay sich kennengelernt, Alter. Du schießt mich bei MySpace an. So, also das ist, war krass auf jeden Fall, hat er auch eigentlich eins zu eins so erzählt, wie man es eh schon von den ganzen Songs kennt.
hat ihn dann halt gefragt, was Arafat da für eine, was er für eine Position hatte im Label. Und Kay meinte halt so, ja, Arafat, der hat so Labelarbeiten gemacht. Und da meinte der Richter so, ja, was für Labelarbeiten? Da meinte er so, ja, der hat dafür gesorgt, dass die Künstler alle eine coole Zeit hatten. Ne? Und das ist ja so breitflächig. Ne? Ich meine, ich gehe mal nicht davon. Der hat immer geguckt, dass alle Spaß haben. Ne? Ich meine, Arafat hat sich jetzt nicht hingestellt und irgendwie jongliert oder dafür gesorgt, dass die Leute immer, keine Ahnung, Entertainment haben. So. War schon, da ging das, ja, ging das Wischiwaschi schon so ein bisschen los. Hat Kay dann halt erzählt, wie gut, also wie dick er mit Arafat befreundet war. Er kam dahin erstmal, war mit Bushido cool. Ein, zwei Jährchen, hat dann gemerkt, oh, der ist ein Weirdo, der spielt nur World of Warcraft, der geht nicht raus. Aber mit Ari hatte eine geile Zeit und die sind eng geworden und waren dann irgendwann beste Freunde. Ja, und dann kam natürlich die Frage auf, wenn ihr doch so gut befreundet wart, warum hast du dich denn dann von EGJ getrennt? Warum wolltest du dich trennen? Und K1 meinte dann so, ja, nee, mit Ari war auch alles gut, aber ich hatte einfach keine Lust mehr auf Bushido. Ich wollte mit Bushido nicht arbeiten und habe das dann auch gesagt, ich will mit dem nicht mehr arbeiten, ich will mein eigenes Ding machen und so, aber da ist jetzt auch nichts Schlimmes passiert oder so, ne? Hat das halt so erklärt und das war so der erste Glimpse, so der erste Anschein von, ja, okay, der ist auf einem Pazifistenweg so, der will keine Bomben legen, ne? Der ist nicht in der Stimmung vom legendären Stevie G damals. Und, aber natürlich hat die Anwaltschaft danach gehakt und meinten so, ja, sie sind doch aber, okay, sie sind da, aber doch nicht ohne Probleme rausgekommen, ne? Ich meine, das hat man doch alles mitbekommen und so. Ja, aber so schlimm war das jetzt alles auch nicht. Okay, aber sie sind doch bedroht worden, oder? Ja, sagt er, ja. Bedroht worden bin ich, aber das kann man jetzt auch an einer Hand abzählen. Also spätestens da war klar, ne? Der K war wirklich, also der hat sich da wirklich um den Kopf, das wird auch noch schlimmer. Sie sind bedroht worden. Ja, ich bin um mein Leben bedroht worden, aber kann ich an einer Hand abzählen. Was waren das jetzt? Zwei, drei Morddrohungen oder was? So nach dem Motto. Hat dann halt die Geschichte erzählt, wie der irgendwie bei der Fashion Week war, ein paar Jahre später, und den dann ein Auto verfolgt hat. Und an der Ampel ist wohl ein Fenster runtergegangen und jemand hat eine Pistole aus dem Fenster gehalten. Und wo Kay dann damals ausgesagt hat, ja, das war der und der. Und jetzt haben die auch nochmal nachgefragt, und war das denn der und der? Und der meinte so, oh, das ist jetzt auch schon 10 Jahre her. Und ich habe mir danach nochmal Gedanken gemacht die nächsten Jahre und da ist mir eingefallen, das kann der eigentlich gar nicht gewesen sein, den ich damals angeschuldigt hatte. Weil das war ja natürlich auch ein aus dem Dunstkreis von Arafat so. Und der meinte so, ja, ich habe da nochmal nachgedacht und dann ist mir auch aufgefallen, danach, als ich den dann, nachdem ich den beschuldigt hatte, ist mir aufgefallen, nee, der war doch ein bisschen dicker, das kann da eigentlich gar nicht gewesen sein. Also alles ging wirklich in dieselbe. Man kann nicht von Zurückrudern reden, aber man kann wirklich also beschwichtigen, ne? Keine Brände aufkommen lassen, alles beschwichtigen, also alle Anwesenden irgendwie zufriedenstellen. Und dann wurde halt weiter gefragt, ja, hat der Arafat denn auch mal Schellen verteilt? Definieren Sie das mal. Nackenschellen. So Nackenschellen. Ja, und dann ist wieder dieser K1-Deeskalationsmodus angesprungen. Also, ich sag mal so, bei uns im Süden Deutschlands, Nackenschellen gibt es so in der Form gar nicht. Das habe ich in Berlin erst kennengelernt, habe dann aber auch gemerkt, das ist auch gar nichts Schlimmes. Das ist wie so ein Klaps. Da habe ich mal eine bekommen und da meinte der Richter so, ja, wow, wow, wow. Für mich hört sich das aber schon an, als wenn einer voll durchzieht und auf den Nacken klatscht. Und dann haben die wirklich die perfekte Nackenschelle so ausgelotet. Der meint so, Hinterkopf, nee, 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 nicht Hinterkopf, so auf den Nacken. Aber dann feste, nee, so, dass das so ein bisschen knallt, aber war halt ganz normal. Hat sich bei uns so eingestellt und ja, klar habe ich da auch mal ein paar bekommen, aber das war jetzt auch nichts Schlimmes, ne? Alles beruhigen. Und natürlich, Yasser Abu Chaker. Haben Sie mal gesehen, wie der Drogen genommen hat? Und der K meinte einfach so, ne, ne, habe ich nicht gesehen. Sofort abgehakt das Ding. Einmal pro Tag muss es ja vor Gericht angesprochen werden. Meint der, ne, alles gut. Dann ging es um, also die haben den, basically, die haben den K heute wirklich, die haben den wirklich, auch die Leister später auch noch, wirklich gut in die Mangel genommen und durch ein Fleischwolfgerät so. Die haben den schon gut gebumst heute. Die haben den einfach jetzt Fragen gestellt, ne? Der meinte so, es war so und so. Alles klar. Hier ist Ihre Aussage von vor 9 Jahren, wo der einfach immer genau das Gegenteil behauptet. Also, der sah gar nicht gut aus.
Und aber warum das so war, kommen wir später natürlich noch zu. Dann ging es um eine. Dann wurde er auch gefragt, und können Sie sich erinnern an dass Sie in der Schweiz mal angegriffen worden sind? Und er meinte so, ne. Also es gab in der Schweiz gab's keine Schlägerei in dem und dem Club, vor dem und dem Club? Ne. So, Sie haben hier 2013 gesagt, und er so, oh, doch, 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 oh, warte, warte, warte. Warte, warte, doch, doch. Doch, da war was. Stimmt, ja, da war was. Aber. Ach, das war ein Typ, den ich kannte, der ist da ein bisschen ausgeflippt und da kam der auf mich zu und das war aber auch keine richtige Schlägerei. Aber Sie haben doch damals gesagt, das wäre ein Mitarbeiter, Sie haben da ausgesagt bei der Polizei, das wäre ein Mitarbeiter vom Arafat gewesen, der Sie da geschlagen hat. Ja, nee. Also, wie gesagt, war ein Typ, den ich im Club da, ich kannte den, der war sauer, dass ich da feiern war, da kam der auf mich zu und so eine Rangelei gemacht, aber ist auch so schlimm, war das auch gar nicht, ne? Und alle waren schon so, ei, ei. Und der Richter hatte heute auch, der hatte sehr oft auf jeden Fall ein müdes Lächeln auf den Lippen, so, weil spätestens zu dem Zeitpunkt war halt komplett klar, in welche Richtung das geht. Also Kay hatte heute wirklich die Mission, alles down zu playen, was in Bezug auf Arafat jemals passiert ist. Ja, es gibt zwei Lösungen dafür, zwei Möglichkeiten, warum das so war. Da kommen wir, ich wiederhole mich gerne später noch zu. So, nicht, dass jetzt gerade irgendwie im Hintergrund ein Display drunter gefallen wäre oder so und ich deswegen kurz eine Pause machen musste. Vielleicht blende ich das einfach am Ende des Videos auch nochmal ein, wie das da runter segelt. Ist zwar keine geile Werbung für Display, hat aber mit deren Material nichts zu tun, weil die Sachen sind übergeil, geht auf den Link, holt euch die Dinger. Aber man muss sie richtig anbringen. Und ich glaube, ich habe von 1, 2, 3, 7, 8 Dingern, glaube ich, nur drei richtig angebracht. Und ja, zeige ich einfach am Ende, ich zeige es euch einfach am Ende des Videos, wie das da runter segelt. Oder vielleicht auch nicht. Aber ganz kurz, hier, was ich ja eben noch sagen wollte, ne? Hier ist Cynic, 13, respektlos, kennt ihr alle. Meistverkauftes Battle Rap Merch, was es gibt. Und das hätte K1 heute wirklich gebrauchen können. Hier. Das ist sein Ding. So, sonst noch irgendwas? Ja, genau. Ich bin auf Comedy-Tour, ne? Samuel Sibilski, übertreib nicht. Auch in deiner Stadt, wenn du in einem von diesen neuen Städten wohnst. Ansonsten nächstes Jahr. So. Wir waren beim Thema Schellen, haben wir durch. Stichworte, genau. So, pass auf. Also das Ansinnen von der Frau Leister war es ja, oder ist es ja die ganze Zeit schon, den Arafat mit Gewalt und irgendwelchen Dreckssachen in Verbindung zu bringen, ne? Oder das zu beweisen, nachzuweisen, zu unterstellen, dass er da halt gewalttätig auch ist und dass er ein Tyrann ist und so. Und da meinte sie so, ja, also es war jetzt Leisters Turn und sie meinte, ja, Prügeleien. Haben Sie da mal Prügeleien? Gab es viele Prügeleien so, EGJ-Camp? Arafat, haben Sie gesehen, wie der mal zum Beispiel Schellen verteilt hat? Und da meinte der Kay so, boah. Also wenn, dann hat er sich verteidigt. Also Sie haben hier 2013 gesagt, ja, okay, doch, ja, einmal weiß ich noch, an eine kann ich mich erinnern, aber auch, wie gesagt, da wurden wir alle angegangen und da hat er uns Künstler halt verteidigt. Und aber sonst. Und sonst irgendwelche Prügeleien oder so? Das ist auch alles schon super lange her und da kann ich mich auch nicht so gut dran erinnern, ob da jetzt Prügeleien waren oder nicht. Guck mal, ich sag euch mal was, ne? Ihr kennt mich ja mittlerweile, ne? Noch nie eine Prügelei gehabt. Hab auch keine Freunde, die sich. Obwohl doch, mittlerweile schon. Aber so also mein normaler Freundeskreis in Düsseldorf, keiner ist so einer von den Leuten, die jetzt so provozieren und Bock haben auf Schlägerei oder irgendwie sowas. Ne? Das passiert einfach nicht oft. Ne? Trotzdem kann ich mich noch back to 2001, als es langsam losging mit in der Altstadt feiern gehen, kann ich mich an eine Situation erinnern, wo ein Kollege aufs Maul bekommen hat. Dann noch einmal im Fußballstadion. Also das hat nie zu meinem Alltag gehört. Aber ich weiß, in den letzten 20 Jahren kann ich hier noch zwei, drei, könnte ich noch rekapitulieren. Und K1 sitzt da und ist im Umfeld, im EGJ-Umfeld. Bushido, Arafat, Arafats Familie, K1 selber, der, also da verrate ich ja niemandem was Neues, das sind ja auch keine Insider-Infos.
der mit der dicksten Fresse zu der Zeit durch Berlin gelaufen ist, alles und jeden provoziert hat und nie kassiert hat, weil alle wussten, okay, gut, Rücken ist da. So, und der sitzt da vorm Richter und sagt so, ah, Prügeleien. Weiß nicht, also ein paar Keilereien vielleicht, aber jetzt so genau. Sie haben 2013 in einer Polizeiaussage Folgendes behauptet. Und Kay war schon so, ah, fuck, Alter. Ne? Und Kay war auch mit Beistand da. Kay war mit Beistand da. Der Beistand sah ein bisschen so aus, als würde er den Kay auch mal vielleicht mit seiner Freizeit nach Ibiza begleiten. Ne? Überfresher Typ mit so einer nice, tolle, auch ein bisschen Sport gemacht, also nicht jetzt breit, sondern so durchtrainiert. Hat, glaube ich, in, lass mich, wie lange war das heute? 3,5 Stunden. Genau, 0 Wörter gesagt. Und während Kay sich da mehrfach widersprochen hat, war der einfach so, dachte er sich wahrscheinlich auch so, okay, Alter. Grüß dich, Showtime. Auf jeden Fall war der mit Beistand, war der trotzdem mit Beistand da. Und er war so, aber sie haben mir 2013 erzählt. Und dann dachten die beiden sich schon, okay, jetzt kommt wieder eine Aussage, die alles widerlegt, was ich heute gesagt habe. Ja, meint die Leister, sie haben ja bei der Polizei ausgesagt, dass als Bushidos Mama erpresst wurde, haben sie gesagt, es kam damals raus, dass Bushidos Mama hart erpresst wurde von einer Zigeunerfamilie. Und Arafat und seine Kollegen haben das dann rausgefunden, sind dahin und haben die krankenhausreif geschlagen. Aussage von K1 damals. So, und K1 wieder so, das habe ich gesagt? Ja, gut, okay. Ja, dann wird das. Ich habe damals aber auch, das war auch eine hektische Phase, war das auch damals. Und dann hat der Richter meinte auch so: Kennst du dieses, du erwischst so ein 5-Jähriger, sagt so: Nee, ich habe das Schokoeis nicht gegessen. Und hat dir einfach alles voll. Und du bist so als Eltern so. Du willst gar nicht so machen nach dem Motto, komm, guck mal hier, erwischt, sondern du bist einfach nur so, meine Güte, Alter. Okay, Junge. Haben den noch gefragt, ob der, da waren die beim Angstthema, da war die, ja, er hat sich eh schon todes widersprochen, waren die beim Thema Angst, ja, haben sie einmal, er hat vorher noch gesagt, ja, Arafat, super Verhältnis, ich habe nie Angst vor Arafat gehabt. Und als es dann darum ging, ja, haben sie denn auch mal einen Vertrag wider Willen unterzeichnet? Das heißt, die Leister hat wollte halt auschecken, ob der Arafat den Kay mal bedroht hat, einen Vertrag zu unterschreiben, den er nicht unterschreiben wollte. Und da hat der Kay sich, also warte, also nehmen wir mal an, das wäre ein Kragen, ne? Und das ist ja mein Kopf, ne? Und da hat er die ganze Zeit den hier gemacht, ne? Aber um Kopf und Kragen, wie, ey, oh mein Gott, hat der hat richtig, der ist richtig geschwommen, ja, wie war das nochmal? Ja, also. Ja, also ich wurde jetzt nicht bedroht. Ich hatte jetzt auch keine. Ich hatte doch Angst. Ich hatte auch keine Angst. Es ging um eine Option in dem Vertrag, die ich nicht drin haben wollte. Aber was ich auch zur Aris Verteidigung sagen muss, er hat mich jetzt nicht geschlagen, damit ich den Vertrag unterzeichne. Und ich glaube, der hat es auch da sehr eilig gehabt. Ich kann mich noch daran erinnern, dass er sehr eilig hatte, dass er im Vertrag so gewedelt hat, nach dem Motto, ich muss jetzt weg und dass wir hatten keine Zeit. Und deswegen habe ich den dann unterschrieben. Aber dass ich jetzt dazu bedroht wurde, den irgendwie, nee, glaube ich nicht. Sie haben am 13. Oktober 2013 bei Polizei Folgendes gesagt. Arafat hat mit dem Vertrag vor mir rumgewedelt, mich angeschrien und ich habe gedacht, oh Mann, ich unterschreibe lieber, bevor der gleich zuschlägt. Und K1 wieder, das habe ich gesagt? Okay. Ja, gut. Ja, aber es war jetzt trotzdem auch nicht so, es war jetzt auch nicht schlimm. Können Sie sich denn erinnern an eine Episode mit einem Baseballschläger? Baseballschläger? Nö. Am 13. Oktober 2013 haben Sie Folgendes bei der Polizei ausgesagt. Sie sind damals ins Café Al-Bustan, ne, Katzbach-Café, Café Al-Bustan und das Café war voll, übrigens Gründervater von Café Full, Café war voll
Und Arafat ist dann, sie haben ausgesagt, Arafat ist mit ihnen angeblich in den Keller gegangen, mit Bushido und Nice, dem damaligen Crewmitglied noch. Und ja, und unten im Keller stand er dann auf einmal mit einem Baseballschläger vor ihnen. Und so wie sie ausgesagt haben, hat er wohl damit eine Viertelstunde auf sie eingehauen, auf Arm, auf den Körper, auch auf den Kopf. Und das haben sie damals bei der Polizei ausgesagt. Ihr wisst, was kommt. Hab ich das gesagt? Das hab ich gesagt? Boah, das weiß ich aber. Und da meint der Richter so, Blödsinn. Blödsinn. Wollen Sie mir jetzt ernsthaft erzählen, dass Sie das, also wenn jemand in meinem Leben jemals mit einem Baseballschläger vor mir gestanden hätte, würde ich mich daran erinnern. Da meint er so, ja, aber ich habe in den letzten Jahren auch viel verdrängt und das ist auch lange her. Ja. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mit, da war ich im Hort, da war ich vielleicht so 10, 11 Jahre, das heißt, das ist 26 Jahre her, weiß ich noch, wie ein älterer Schüler vor mir gelaufen ist, Sven hieß der, und dem ist ein Regentropfen in den Nacken. Und der hat es so gemacht. Und das ist die Geschichte. Das weiß ich noch. Ich weiß es einfach noch. Das ist ultra lange her. Das ist eine Kleinigkeit. Irgendwie ist das nie aus meinem Kopf rausgegangen. Zehn Jahre her. Arafat Abu Chaka. Baseballschläger im Keller. Ja, vielleicht ein bisschen Angst. Bushido ist dabei. Weiß nicht. Ich weiß nicht, wie gut dieses Verdrängen funktioniert. Ich bin da anscheinend schlecht drin, aber der Richter, ich und ich glaube ja auch jeder andere im Raum, inklusive seines Beistandes, hat sich gedacht, weiß nicht, ob das Gedächtnis wirklich so lückenhaft sein kann. Aber der hat es durchgezogen. Der meinte so, kann ich mich nicht dran, also ich wüsste jetzt nicht, ob das wirklich, also Base und guck mal, das hat am Ende auch der Anwalt gesagt, Herr Martens hat das am Ende auch gesagt, das, was eigentlich jeder sich da gedacht hat. Also, lügt der heute oder hat der damals gelogen? Der hat 2013, also 12, 13, 14 Aussagen getätigt, die dem widersprechen, was der heute sagt. Also ist die Frage, lügt der heute oder hat der damals gelogen? Das ist die einzige Frage, die sich heute gestellt hat. So, und also wenn er mich fragt, ich glaube schon, dass Arafat gut Druck gemacht hat, ne? Diese Baseballschläger-Story glaube ich irgendwie nicht, weil ich habe den Arafat jetzt auch ein bisschen kennengelernt, nicht zu diesen krassen Zeiten, pipapo, will ich mir gar nicht anmaßen, das ist einfach nur meine bescheidene Menschenkenntnis und ich will nicht sagen, dass er zu sowas nicht fähig wäre, das kann ich nicht beurteilen, aber ich will sagen, der ist doch maximal clever. Als ob der seinen eigenen Artist mit einem Baseballschläger krankenhausreif schlägt. So. Also, das ist doch sein, der soll dem doch auch Geld verdienen und das muss man doch auch irgendjemand erklären. Also, ich, und er müsste es auch, glaube ich, nicht mehr machen. Also, als ob du jetzt K1, und wisst ihr, für was das war? Pass auf, der Grund angeblich, warum Arafat das gemacht haben soll, wie K gesagt hat auch, ist, weil K hat ja einfach was gehabt, es gab ja damals diese Band Bizou, ne? Keinen Schwanz mitbekommen. Ich kenne das auch nur so aus dem Track von Bushido, du hast eine von Bizou gehört. Das habe ich noch im Kopf. Hatte die aber nie vor Augen. Und heute haben die einfach gesagt, der hat mit drei Bandmitgliedern geschlafen. Gucke ich nach, sind das einfach nur drei Bandmitglieder? So, pass auf. Ich habe mal erstmal, dass die da im Gericht nichts gesagt haben von wegen drei, stimmt das denn? Sondern alle waren so, okay, da hat er wohl mit drei geschlafen. Playboy, ne? Ich dachte mir auch so, okay, Alter, krasser Playboy auf jeden Fall. Ja, das Ding ist, ich habe jetzt hier mal so ein Bandfoto rausgesucht. Vielleicht ist auf Google das falsch. Vielleicht ist das nicht. Aber das ist halt das, was ich gefunden habe. Und da muss man ehrlich sagen, K1, auch wenn es vor das Style und das Geld war, ist dann, wie hat der, um den legendären George Carlin, den Comedy Goat für sehr viele Leute, zu zitieren,
I never fucked a 10, but one night I fucked 5 twos. So, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ich habe das Bild immer noch vor Augen. Ich mache es aus Konzentrationsgründen mal ganz kurz weg. Genau. Also, Kay soll wohl mit dreien von den dreien geschlafen haben. Und Arafat und Bushido waren halt so sauer. Das hat Kay auch gesagt. Der hat ja, die waren wirklich sauer. Es gab wirklich Stress. Aber an dieses Kellerding kann ich mich nicht erinnern. So, das war halt super unglaubwürdig. Entweder hat er damals gelogen oder er lügt heute. Muss jeder für sich ausmachen, so. Aber das war der Grund, warum die halt so sauer waren, weil Bushido hat diese Band ja gecastet. Diese Bizou, ne, ist so eine Casting-Band, die Bushido gecastet hat. Und Dicker, der, also don't fuck the company, sagt man ja so, ne? Und der hat die Company aber komplett, ne, durchgebumst. Hat, wie gesagt, Frau Leister nicht geglaubt, der Most nicht geglaubt. Die Leister ist sogar so weit gegangen, hat die gesagt, ja, dass sie das nicht erinnern können. Ich glaube ihnen das nicht. Und ich überlege auch ein Verfahren zu machen wegen Falschaussage. So, willst du machen. Also, das Ding ist auch durch. Mittendrin meint die Leister nochmal so, Herr, der hat jetzt einen anderen Nachnamen, ne? Der heißt gar nicht mehr Kenneth Glöckler, sondern hat sich jetzt umgenannt in, oder hat den Namen seines, vom Hollywood hier angenommen. Bodowski oder irgendwie sowas, heißt jetzt Kenneth Bodowski. Ich meine so, Herr Bodowski, haben Sie mal mitgekommen, dass der Arafat Abu Chaker Kontakt zu den Hells Angels haben soll? Und er meint so, nee, nicht mitbekommen. Okay, weil sie nämlich hier im Oktober, ich erspare mir die ganze Scheiße, ihr wisst, das ist immer dasselbe Prinzip. K1 hat damals ausgesagt, Arafat hat vor Matic Stress gehabt mit jemandem, es wurde ein Messer gezogen, dann kam einer von den Hells Angels, der Name Kader, ist der Kader oder Kfer, ich weiß nicht ganz genau, sorry, ist gefallen und es gab, da wurde das alles geklärt. Das heißt, die Leister wollte auf Teufel komm raus einfach eine Verbindung herstellen zwischen Arafat und Hells Angels und hat einfach den K so dafür benutzt und seine Aussage, hat es aber auch nicht weiter vertieft. Ja, da war die Leister durch und dann, ja, ihr wisst, für wen es Zeit war, ne? Es war Zeit für It's Showtime Choppe! Showtime Choppe, die ganze Zeit in der Maske, hat sich nicht nehmen lassen, hat die ganze Zeit drauf gelauert. So, Herr Budowski. Dieser Spannungsbogen vor jeder Frage, dass man so denkt, okay, diesmal hat der Showtime wirklich ein Ass im Ärmel. He got an ace up his sleeve. Sorry für den Freudschen. War kein Freudscher. Gut, dass ich meine Videos auch nicht schneide. Jetzt hat er wirklich, also wenn er so anfängt, jetzt vernichtet er den. Jetzt, haben Sie mit Herrn Bushido, haben Sie noch Kontakt? Ja, wir hatten nochmal Kontakt. Wann denn? Im Dezember. Wie ist der zustande gekommen? Ja, Instagram und dann WhatsApp. Damals beim Stern-TV, und denkst du, wo ist der Punkt, worauf willst du hinaus? Damals beim Stern-TV-Interview haben sich ja hingesetzt, und Sie wissen noch, wann das war, oder? Haben sich hingesetzt und gesagt, Bushido sei ein Sklave. Ich wiederhole mal ganz kurz, ein Sklave der Familie Abu Chaker. Ne? Und die Familie Abu Chaker weist mafiöse Strukturen auf. Wie deckt sich das denn nun mit dem, was Sie vorhin gesagt haben? Dass Bushido und Arafat beste Freunde waren. Was waren sie denn nun? Waren sie beste Freunde oder waren Sklave? Und K1 hat wirklich dieses Sklavending versucht so umzudrehen und hat gesagt, ja, das habe ich gesagt. Das wurde auch, glaube ich, sogar von mir gerappt, dass das ein Sklave ist. Aber ich meine das so im Sinne von warte mal, das habe ich mir notiert. Das ist so eine hanebüchene Umschreibung des Wortes Sklaven, habe ich noch nie. Dann habe ich das auf den anderen. Nee, dann müssen wir jetzt. Ah, hier, genau. K1 hat gesagt: Ja, ich meine das mit dem Sklaven im Sinne von, weil der es immer allen recht machen wollte. So, und jetzt seid ihr dran. Ich weiß nicht, wer von euch amerikanische Geschichte hatte, aber Sklave und es jedem recht machen wollen. Es sei denn, die Sklaven haben sich gedacht, weißt du was, die Weißen hier in den Südstaaten, die haben so Spaß am Peitschen, ich kann dem jetzt den Gefallen, muss ich ihm tun. Ich will das hier allen Weißen recht machen und halt meinen Rücken einfach hin.
Kann auch sein, dass das so war. Aber das ist natürlich, Alter, hat er sich da wieder um Kopf und Kragen geredet. Und auch mafiöse Strukturen. Ja, habe ich das so gesagt? Ja. Okay. Aber ja, hat auch nicht so gut gepasst. Hat er den so ein bisschen gehabt. Und dann meinte er so, meint der Choppe so, okay, letztes Ding von mir. Was würden Sie sagen, wie lang der Streit zwischen Ihnen und Bushido ungefähr ging? Sagt der Kay so, boah, weiß ich nicht, Alter. Lass es so 5, 6, 7 Jahre gewesen sein. Sagt der Choppe so, wann sind Sie denn von EGJ weg? Sagt er so, weiß nicht, 2012 oder so. Und das letzte Mal, dass gegeneinander geschossen wurde, wann war das? Weiß nicht. Also 15, 16 gewesen sein. Also 3, 4 Jahre. Und K1 so. Ja. Und Choppe so. Keine weiteren Fragen. Und ich höre, jeder im Gerichtssaal dachte so, hab ich was nicht verstanden? Hat er das jetzt so schön ausgebreitet und für uns alle verständlich gemacht, dass wir die Pointe nicht checken? Oder hat er sich einfach gedacht, fuck, Alter, wo will ich hier hin? Der hat vorher 5, 6 Jahre gesagt, jetzt sind es 3, 4. Ist vielleicht doch kein guter Punkt. Ich höre mal auf zu fragen. Oder hat er irgendwas, gemacht, was ich nicht sehe? Weiß ich nicht. Vielleicht hat es der ganze Raum einfach auch nicht gecheckt. Ich weiß es nicht. Ja, das war es eigentlich auch im Großen und Ganzen. Hinterher kam natürlich, hat der Kay noch mal ein bisschen erzählt, wie Bushido dann wirklich tatsächlich eiskalt seinen Namen patentieren wollte. Es ja auch erst gemacht hat, er einfach K1 patentieren lassen. Der hat sich den Namen nicht mal ausgedacht und will dem aber einfach schaden und patentiert den Namen. Sodass der K1 erstmal unter Prince K1 irgendwie rumtouren musste. Ein dickes Thema war auch noch, dass die, das war richtig lustig, das war ein bisschen Comedy-mäßig, aber natürlich nicht so lustig, wenn man es wiedergibt. Da haben die wirklich sehr, sehr lange mit vielen Parteien auf diesem Diss-Track-Thema rumgeritten. Was jetzt genau ein Diss-Track ist, was ein Diss-Track darf, und ein Anwalt hat einen guten Punkt gemacht. Also erstmal musste der K1, also ich, also wirklich, K1 ist Totalis, ne? K. Sokrates, der Philosoph, hat dann, als ein Anwalt meinte, so ja, aber dieser Diss-Track war ja schon ein bisschen, da wollten sie den Bushido schon bloßstellen, da hat der K. so, also zum Thema Diss-Tracks muss man Folgendes sagen. Es ist ja nun mal so, dass ein Diss-Track dazu dient, dass Leute runtergemacht werden. Ne? Da werden natürlich auch Wahrheiten gesprochen, aber da wird auch viel überspitzt. Und dann meint der Kay einfach so, natürlich hat der Bushido jetzt keine Labradore gefickt. Weil die haben sich ja so geile Sachen vorgeworfen, ne? Du bummst mit deinen Hunden. Meint er so, natürlich, da musste er auch selber lachen, natürlich hat der Bushido jetzt nicht seine Labradore. Und dann aber ein Anwalt hat es auf jeden Fall noch clever versucht, so umzumodeln, indem er halt meinte, aber dieses ganze Diss-Track-Thema, da geht es ja um Überspitzung, da sagt man ja auch Sachen, die nicht wahrheitsgetreu sind, ne, wie das mit den Hunden zum Beispiel oder andere Sachen oder Sachen, die Bushido ihnen vorgeworfen wurde, gekoppelt mit Wahrheiten. Kann man nicht dieses Stern-TV-Interview und dieser ganze mediale Streit und dieses ganze Musikding unter einen so einen Diss-Hut bringen und dann theoretisch sagen, das war eine überspitzte Aussage, als sie meinten so, ja, der Bushido ist ein Sklave von denen. Kann man das vielleicht so machen? Der Kay meint, ja, da haben die das so, ja, ich weiß nicht, ob man das machen kann. Aber es war ein guter Punkt. Und das haben auch, denke ich, alle verstanden. Also heute, um das mal jetzt, nicht um es kurz zu fassen, wozu halt, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt hier, vielleicht eine halbe Stunde, 40 Minuten insgesamt. Kay war sehr, 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 sehr bemüht heute, sehr, sehr bemüht, keine Silbe gegen Arafat zu sagen, sich komplett, also Arafat komplett aus diesem Gewaltding fernzuhalten, hat sich immer wieder einfach auf seine Gedächtnislücken berufen. Ich weiß nicht mehr, wer, schreibt mal in die Kommentare, wer war das nochmal, der auch immer, der einfach so getan hat, als ob der alles vergessen hätte. Welcher Rapper war es, ein Rapper überhaupt? Wer war nochmal da vor Gericht vor einiger Zeit und meinte auch so, boah, weiß ich nicht mehr. So auf ekelhaft, wer war das nochmal? Weiß ich, fällt mir jetzt nicht ein. Naja, auf jeden Fall
hat er das halt so durchgezogen und ich dachte mir erstmal so, boah, das läuft nicht gut für Arafat, ne? Weil das wirklich viele Sachen waren, die der Kay gesagt hat, wo der heute meinte, passiert nicht und Baseballschläger, Gewalt, Nackenschellen und bedrohen und zu einem Vertrag zwingen. Aber letztendlich bleibt ja nur die Frage stehen, hat der damals gelogen oder heute? So, ich glaube, der hat damals auf jeden Fall übertrieben, ne, weil er in der Situation war, wo er das machen musste, um auch da, um einen Cut zu machen, um Hilfe zu bekommen. Der hat ja auch Polizeischutz gehabt und so. Aber irgendwie glaube ich auch nicht, dass das so war, wie der es heute erzählt hat. Also, dass der jetzt, ja, hier mal eine Schelle und oh, da war jetzt nicht so. Und der, da sitzt der da auch so und sagt, ja, da haben sie Angst gehabt, dass sie, haben sie denn auch mal von dem, ja, ich habe auch mal, ich habe auch mal ein paar, ich habe auch mal kassiert, so. Und da saß der da so und hat so original gesagt, meinte er so, aber ist jetzt nicht so, dass die mich irgendwie krankenhausreif geschlagen hätten. Und das war so ein Satz, wo ich mir auch dachte, Mann, den hättest du hier, ich weiß nicht, was heißt sparen können, so. Es war so, krass, Alter, da saß der da so ein bisschen wie ein Häufchen Elend, so für ein paar Sekunden. Sah das auf jeden Fall so aus. Ja, was soll ich sagen? Habe ich sonst noch irgendwas notiert? Ich glaube, wirklich, das war's. Hat er noch gefragt, wie Bushido sich verhält, wenn Künstler das Ding verlassen, das Label verlassen, aber das ist ja alles, hier habe ich nochmal die ganzen, ich habe hier so oft IVDFN stehen, ne? Ich verstehe die Frage nicht, weil der Kay so viele, irgendwann meinten die Anwälte auch so, verstehen Sie die Frage wieder nicht? Lassen Sie mich raten, Sie haben die Frage nicht verstanden. Ne? Manchmal hat er auf die Akustik geschoben, aber der hat auch einfach so, eins habe ich mir noch notiert, da meint er so, ja, würden Sie sagen, guck mal, ob ihr die Frage versteht. Würden Sie sagen, also jetzt darauf bezogen, vorher wurde das Thema aufgemacht nach dem Motto Bushido, wenn er sich von Leuten trennt, dann hat er mit denen nichts mehr zu tun oder ist in böses Blut, der hat Künstler, dann sind die weg, dann sind die nicht mehr wert. Und da meint er so, ja, man könnte also schon sagen, dass Bushido so ein eher instrumentelles Verhältnis zu seinen Künstlern pflegt, oder? Und K1 hat die Frage nicht verstanden. Sagt ihr es mir, ob es zu schwer ist oder nicht? Ich habe genug Werbung gemacht, ich habe genug Infos gemacht, ich habe genug Entertainment geliefert. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, meine Lieben. In einer Woche geht's weiter. Checkt den Event im Link, holt euch Tickets von der Tour. Ich will die Vorverkaufszahlen nicht wissen. Weil wenn ich jetzt irgendwie höre, 23 Tickets sind in Saarbrücken erst weg, da habe ich jetzt zwei Monate schlechte Laune. Deswegen, ich will das erst einen Monat vorher wissen. Ist aber, glaube ich, noch nichts ausverkauft. Habe ich auf Eventim zumindest gesehen. Holt euch Tickets, wenn ihr Bock auf den Humor habt. Gebt Samuel Sibilski bei YouTube ein. Zieht euch die Clips rein, wenn euch der Humor gefällt. Kommt zur Tour. Ansonsten, ja, pumpermäßig bin ich weiterhin am Start. Ne? Hab jetzt EAA, habe ich mir jetzt reingepfiffen. Neuer Geschmack, Iced Tea Peach. Immer schön kombiniert mit Kreatin für die Trainingssession. Davor Whey-Protein, Snickers oder Butterkeks und danach manchmal Weight Gainer. Aber ich bin auch ganz ehrlich, der ist nicht so leicht bekömmlich wie das Protein. Deswegen setze ich da manchmal aus. Aber man sieht schon ein paar Ergebnisse. Ich bin auf jeden Fall fitter. Ich habe also 70 Kilo Bankdrücken, 5x5 Wiederholungen. Das ist für mich schon krass. Am Anfang hatte ich 40 auf der Bank. Ich erzähle es jetzt einfach noch. Ne? Manche können, ihr könnt das jetzt ausmachen. Der Rest geht nur um darum. Lat Pulldown bin ich sehr stolz drauf. 130 Kilo mache ich da. Den hier. 59 Kilo, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Den man sich von oben so auf die Brust zieht. Mit ein bisschen Hohlkreuz. 100 Kilo Butterfly. Aber Arme sind ein Witz. Ich mache hier Biceps Curls mache ich mit 12 Kilo mittlerweile, bin aber am 12,5 Kilo, bin aber hart am Struggeln. Also die Arme sind ein Scherz. Brust ist auch ausbaufähig. Leg Day bin ich auf Flamingo-mäßig angelehnt. Ja, das sind die Sachen. So, es kann sogar sein, dass jetzt schon der neue Display-Link auch drin ist für die Dinger. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie das Ding hier runtersegelt. Ist keine gute Werbung, liegt aber nur an mir, weil ich habe die Dinger wirklich einfach falsch angebracht. Zeige ich euch kurz. Und dann hat die halt noch gesagt, ja, sie haben auch damals ausgesagt, dass sie 100 Mal gesehen haben, dass er irgendwie Nackenschellen oder Schellen verteilt hat. Und der so, ja, habe ich das gesagt? Ja? Den Satz hat er übrigens heute am häufigsten gesagt, aber nein. Den Satz, den er am häufigsten gesagt hat, ist wirklich einfach, ich verstehe die Frage nicht. Also ich würde ihm gerne, ich glaube, ich blende ihn mal kurz ein. So, ganz kurz, Cynic 13 Shopify, hier, den braucht der Kay.
So. Wenig Werbung heute auch. Also, K1, falls du das hier siehst, ne? Ey, meine Lieben, ich bedanke mich vielmals. Ich bedanke mich auch für die ganzen Nachrichten, die gesagt haben: Ey, geh doch mal wieder dahin. Wo bist du denn? Warum brichst du nicht mehr? Es ist ja nichts passiert. Also, es ist die ganze Zeit nichts passiert, außer einen Tag war ich nicht da, weil ich nicht konnte. Und da ist auch nichts Weltbewegendes passiert. Deswegen, ich bin für euch am Start. Macht euch keine Sorgen. Supportet, checkt aus, feiert das Entertainment. Haut da rein, meine Lieben.